Hallo liebe Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Und heute wollte ich mal wieder Animal Jam spielen. Und ja, ich glaube, ich kaufe mir ein Tier. So. Ich weiß nicht, ob Emio Zoo jetzt auch dran ist, aber naja, wir schauen ja mal. So, also, der coole neue Ladebildschirm. Okay, ich kenne ihn schon länger. Ja, also, dann spielen wir jetzt mal. Play. Und ja, dann warten wir und warten wir und warten wir. Oh, ist das laut. Okay, jetzt antwort, aber das hat nicht gepasst. Okay, komm in meine Höhle. Okay, also ich bekomme, wie ich das jetzt gelesen habe. Okay, Emiozoo ist da. Die bekommt also. Hä? Bitte was? Wieso? Oh mein Gott, jetzt sehe ich wirklich jetzt niemanden mehr. Hä? Hier? Oh. Naja. Okay, handeln. Und wo ist jetzt Emiozoo? Oh mein Gott, das ist so gruselig. Wo ist jetzt Emi? Hä? Ich sehe nichts. Mal schauen. Also, vielleicht kaufe ich mir. Nee, oder habe ich? Luxus sieht es aus. Schwein nicht. Polarwolf habe ich. Adler vielleicht. Ziege? Die ist eigentlich sehr niedlich. Flamingo habe ich. Kojote auch. Oder Schneeleopard. Oder Gepard? Oder... Das ist so schwer, sich zu entscheiden.
Oder Puma, Lama, Schaf, Tukan. Es gibt so viel. Okay, Faultier auf keinen Fall. Känguru. Also, was ich gerne hätte, wäre Tukan. Oder doch Adler. Warte, ich mache jetzt einfach mal. Aber okay, das ist jetzt echt schwer. Okay, ich mache jetzt von jeder Seite ein Tier. Ich mache die Augen zu. Und jetzt will ich einfach ein Tier. Oh, ich habe Gepard. Ach. Oh, ich weiß nicht so genau. Ziege, Flamingo. Ich kann zwischen Ziege. Ich kann einfach nicht. Oder sollte ich besser warten und kaufe mir dann auf einmal zwei? Dauert nicht mehr lange. Dann habe ich 20 Diamanten. 6, 7, 8. Ja, noch 2 Tage warten. Oh, ich kann nicht. Das ist so schwer, weil Toucan ist toll. Schaf irgendwie auch. Lemur irgendwie auch. Vulture nicht, okay, aber. Toucan, Adler, Luchs. Oh, ich möchte irgendwie gerne ein Flugtier, aber irgendwie auch gerne Katze. Schneeleopard, oder doch? Es gibt ja Luchs. Das ist so niedlich. Es gibt Luchs. Aber es gibt auch Gepard. Aber es gibt ja auch Schneeleopard. Oh, das ist so schön. Ich glaube, ich nehme Schneeleopard, genau. Der ist einfach so schön. Assistent. Freizeit. Fuchs. So nenne ich mich. Ah, hier, Fuchs. Assistent, Freizeit, Fuchs. Das ist gut. Oder Freizeit. Assistent, oder? Nee. Das muss ein toller Name sein. Chef? Nee. Cool, Freizeitfreund. Das ist gut. Kaufen. Yay! Oh mein Gott, ich habe jetzt wirklich Snow Leopard. Oh mein Gott, ich habe wirklich Schneeleopard. Oh, so niedlich. Oh mein Gott, Schneeleopard ist so geil. Der ist so cool. Wie spielt der? Dann. Oh mein Gott, der ist so niedlich, der Schneeleopard. Gut, dass ich mir den geholt habe. Okay, das Augapfel. Der Augapfelhut ist nicht gerade so wunderschön. Okay, was gibt es denn für schöne Farben? Erstmal Schwarzaugen natürlich. Vielleicht. Schwarz? Ja, sieht schon besser aus. Oh mein Gott, das ist so niedlich, dieser schöne. Schöne, schöne. Okay, so auf jeden Fall. Und dann ist einmal. Nee. So. Und da vielleicht so. Also das ist jetzt. Ach, oh mein Gott, das ist so schön. Das sieht mega schön aus, aber das auch. Oh mein Gott, das ist so schön. Man kann sich einfach nicht entscheiden.
ob man das nimmt oder das nimmt. Das ist so schön. So, ich habe mich jetzt einfach mal so gemacht. Das ist mega niedlich. Der ist so schön. Okay, aber ich glaube, ich mache, könnte ich eigentlich auch. Ich könnte jetzt so machen. Und dann habe ich es eigentlich auch schon. Kann mich bitte jemand in Mitglied im bitte jemand im Mitglied machen? Bitte. Nee, nee, nee. Coole Bücher, wo hatte die her? Das ist so cool. Oh mein Gott. Ich habe wirklich meinen ersten Schneeleopard in Animal Jam. Das sieht so cool aus. Oh mein Gott. Okay, so komm zu mir nach Hause. Ich habe auch ein Haustier von Animal Zoo bekommen. Und zwar dieses tolle Phantom. Lila Flügel. Okay, bei der Haustierboutique müssen wir noch schauen, aber es sind ja sogar Spikes. Nee. Einfach nur diese Spikes. Ich hätte das Auge lieber schwarz, aber naja, so. Das sieht also jetzt so aus, richtig? Oder vielleicht doch lieber ohne Spikes. Ich glaube erstmal mit Spikes. Fertig. Okay. Kaufen. Und jetzt sieht es da schon besser aus. Ich mag Phantom. Irgendwie ist es voll gruselig, aber toll. So, dann, also Haustiere nehme ich aber, glaube ich, jetzt erstmal das hier, Musical Maker. Als Kleidung würde ich empfehlen, vielleicht. Boah, es ist einfach so cool, wenn man einfach so schön in dem Spiel aussieht. So, also. Okay, die Blumenkette auf jeden Fall, DJ-Kopfhörer, ja. Bitte mach, dass die DJ-Kopfhörer auch nach Animal Jam Playmat kommen. Diamantenring, was kann noch da? Diese, geil, nee, nicht die Kette. So, dann die Flügel, wie war noch der Look? Ich habe ja so einen Look in also meinem Pullover gegeben. Oh, das sieht aber auch voll cool aus. Ich glaube, ich bleib so. Ich bin so schön gerade. Also ich finde das auf jeden Fall sehr schön. So, dann noch. Warte schon, ob ich noch irgendwas anderes da habe. Diese Flügel sehen so besser aus. Mega besser. Also mal weiterschauen, was es noch so gibt. Also ich könnte noch einen Schweif machen. Ah, ich habe schon eine Idee. Ich mache diesen Blumenschweif noch. Dann habe ich es eigentlich schon fertig, oder? Ja. Also als Schweif habe ich das. Kopf ist das. Ah ja, ich habe ja auch noch das. Das sieht auch voll schön aus. Aber ich glaube, ich bleibe lieber bei dem. Dann bei Füße habe ich das. Dann. Und ja, dann sieht das eigentlich doch schon wundersüß aus. Oh mein Gott, das ist so niedlich. Ich sehe gerade so geil aus. Ich möchte unbedingt so bleiben. Das ist echt geil. Nur heute, nur heute. Nur heute. Oh, sie hat sogar das Phantom doppelt.
Oh, die hat aber viele Phantome als Haustier. Was hat sie noch? Also Leute, das war es auch schon mit dem Video. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, was ihr gedacht hättet, als was ich ein Tier nehme. Und ja, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr den Look von meinem Schneeleopard toll findet. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ah ja, kleine Grüße an Tara Kurt. Ich nochmals vielen Dank, dass du mich in dem Video erwähnt hast. Und ja, schaut auf jeden Fall bei der Tara Kurt vorbei. Ich zeige auch noch, also jetzt in die Beschreibung schauen. Da werdet ihr einen Link sehen, wo halt der Link zu ihrem Kanal ist. Und ja, ihr habt dann den Link zum Video. Und bitte abonniert sie. Sie hat nur einen Abonnent. Tut mir echt leid, aber ja, das bin dann ich. Ja. Tara Kurt ist auch in echt eine Freundin von mir. Und ja, bitte abonniert sie. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und bye, bye. Oh, da wollte ich jetzt nicht drauf. Ja. Wartet, ich. Warte, ja. Warte kurz.